Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Oh, süß, Stefan. 20 Pinguine aus Mannheim ziehen wegen Umbauarbeiten für 3 Jahre in den Frankfurter Zoo. Und hier kommen Kunden, die was bestellen wollen, mit dir ins Gehege. Die müssen ja dann erstmal Hessisch lernen. Hä? Durch den Monnemer Dialekt kennen die uns Menschen ja nur singend. Hajo, komm mal her, da hast du 2 Heringe, gell? Ja, die sind wie du, Anke, die verstehen nur eine Sprache. Nene! Einmal die 4 und die Bühlen-Chelan-CD hier. Momentchen mal bitte, Stefan, aber dadurch, dass Pinguine mit ihrem Federfrack immer top gekleidet sind, passen die ja supi in die Bankenmetropole. Aber im Gegensatz zu den ganzen Krawattenkaspern sind die auf dem Boden geblieben. Genau. Also nicht alle Pinguine bauen übrigens Nester. Manche Arten tragen ihre Eier an den Füßen mit sich herum. Stefan, mein Traumberuf wäre ja Pinguinpfleger. Um Gottes Willen, Anke. Wieso? Du gehst doch jedem auf die Eier. Nach 38 Euro sammeln Sie Kinderpinguin-Punkte, haben Sie eine Opel-Zoo-Card oder sind Sie im Söhne-Mannheims-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.